Servus bei Let's Play Star Sand. Ja, heute machen wir uns wieder mal auf den Weg. Oh. Oh. Okay. Unsere kleine Herde hier. Gut, dieses Mal trinken wir vorher. Man glaubt es kaum, ich habe gelernt. Wir gehen wieder zurück. Ja, ist schon gut, Flitzi. Wir zwei starten durch. Nur wir beide. Nur wir zwei. Mich würde wirklich einmal brennend interessieren, ob ich mit einer Karawane losziehen kann. Es ist wirklich spannend. Aber brauchen wir jetzt nicht. Jetzt gehen wir mal. Nur Flitzi und ich. Zurück in die Pyramide. Denn da war es uns noch nicht ganz. Nö. Da fehlt noch einiges. Bitte trägt doch eine sehr, sehr. Das haben wir mal gerade eingebüht, oder? Wir haben gerade voll eingebüht, dass da oben, genau da, eine Gazelle gestanden ist. Ne Fata Morgana! Wie reine Fata Morgana, so nah und doch so weit. Wie reine Fata Morgana. Abri, gutabri. Und furt was sie. Aber keinen einzigen Käfer. Blech. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Also, hier haben wir mal nichts. Dann einmal raus hier, runter hier. Wir brauchen alles mit. Flitzi, bleib schon da. Du kriegst da mal einen Trog her. Ich habe ja geladen. Das heißt, meine ganzen Sachen sind schon wieder irgendwo. Wozu macht man sich eigentlich eine Ordnung, wenn es dann nachher nicht stimmt? So, hier mein Speicherpunkt. Dann haben wir das Fass, die Fackel, die werde ich statt der Sandschraube. So, jetzt muss ich mal ein bisschen da Ordnung reinkriegen. Entschuldigung. Aber das muss sein, weil sonst komme ich ja überhaupt nicht zusammen. Haben wir alles? Haben wir alles. Flitzi ist versorgt. Speichern können wir. Da mal speichern. Und jetzt hinein. Dieses Mal beleuchtet. Zünden wir mal da gleich an. Wupp. Macht ja mehr Spaß. Ich finde es nur total schade, dass wenn man das einmal anzünden hat, dass das dann gleich wieder ausgeht. Das war's. Schön. Da sieht man, die tragen auch die Rüstung von den Würmern. Oh, dem fehlt der Speer. Die tragen die gleiche Rüstung, die wir uns gemacht haben. Das dürfen Tempeldienerinnen sein, die uns auf jeden Fall den Weg da hineinweisen. Wir sollen da hineingehen. Da machen wir es halt einmal. So, einmal links, einmal rechts. Einmal links. Strange Kreaturen. Wie die auf solche Kreaturen kommen, da hat mich interessiert. Na, ich habe bis jetzt noch nichts ansatzweise gesehen. Das, was diesen Kreaturen ähnlich schaut. Wir haben Hyänen gesehen, wir haben Dromedare gesehen. Und wir haben Krokodile gesehen.
die einzigen Viecher, die mir bekannt vorkommen. Ja, da müssen wir durch. Wir platzieren ein Pulverfass. Oh, das brennt schon! Uiuiuiui. Hab ich mir in die Hosen gemacht. Das war jetzt dann irrsinnig laut auf die Kopfhörer. Und ich hab nicht gerechnet, dass das so schnell geht. Hallo, düstere Höhle. Ja, altes Beleuchtungssystem hat. Oh, fackeln möchte ich nicht. Das schaut einfach so genial aus. Ich frage mich nur eins: Wie kommt das Feuer in die Mitte? Boah, Angst, dass das zusammengeht. So. Eine große Tür. Und hier müssen wir mal ein Artefakt platzieren. Wir haben uns die Artefakte noch bewusst nicht angesehen. Ich warte noch damit. Wir brauchen einmal drei Artefakte, damit diese Tür hier aufgeht. Ja, als letzte. Oh, doch, war doch da unten. Und hier. Was steckt in der großen Pyramide? Liegt ein weiteres Artefakt. Und hier. Stavia-Anzug. Schön. Wegen dem sind wir hier. Ich schau gerade mal da irgendwie die Geschichte. Ob das nur irgendwelche Zeichen sind. Ich erkenne hier die Pyramide. Das könnten die Würmer sein. Schaut stark nach die Würmer aus. Hier wieder die Pyramide. Würmer. Ob man da irgendwie was. Die verkehrte Pyramide. Da irgendwas draufsteht, die schaut nach einer Schlange aus. Die schaut nach. Ah, die schaut nach der Königin aus. Nach der Wurmkönigin. Uah. Also ich weiß nicht, ob es hier wirklich eine Geschichte gibt, die man entziffern kann. Da müssten wir weiter, aber noch nicht heute. Sag ich ganz ehrlich, noch nicht heute. Denn wir haben noch was vor. Also erst gehen wir mal zurück. Das war's schon wieder für heute, für die Erkundung. Jetzt müssen wir ein bisschen vorbereiten. Unseren nächsten Ausflug. Ist da was drin? Pfeile. Haha. Sturm? Nö, oder? Nee, kein Sturm. Jetzt haben wir ein bisschen andere Vorbereitungsarbeiten zu treffen. Ich bin wieder da! Hurra! Oh. Hurra? Ich schaffe das irgendwie. Ist es? Komm her, meine Beute. So weh. Treffer! Bomb!
Vom Dromedar aus war der Speer sehr riesig. Okay. Haben wir das auch geschafft? Wir haben uns den Anzug geholt. Den Stavia-Anzug. Der Frika, Stavia-Anzug, weißt du? Mir kommt der Name so ein bisschen unbekannt vor. Den brauchen wir auch ganz dringend. Es tut mir leid, es ist alles, weil ich das alles halt schon wirklich kenne bis jetzt. Da kann ich nicht so überrascht tun. Wie ich es gerne hätte. Ich wünschte, es wäre alles neu, aber ja, es ist trotzdem schon sehr bekannt alles. Aber egal, wir machen uns trotzdem schön gemütlich alles. Jetzt haben wir ein paar Vorbereitungsarbeiten zu treffen. Denn wir werden das nächste Mal etwas länger unterwegs sein. Das waren jetzt dann immer nur so Kurzausflüge. Das ist schon richtig. Aber der nächste Ausflug wird dann länger. Das verspreche ich. Aber dafür müssen wir auch, wenn der nächste Ausflug länger ist, müssen wir Vorbereitungsarbeiten treffen. Das war zu kurz. Aufnehmen kann ich den Speer nicht. Du, Fritzi, hast du gerade Gackel gemacht? Ja, es ist heiß, das macht nichts. Ich kann von oben schlechter zielen. Treffer! Durch die Beine! Eigentlich sollte das keine tödliche Verletzung sein, aber mit so einem fetten Speer, den wir haben. Wir schwitzen. Ich schwitze. Okay. Es ist wirklich, es ist schon ein Zuhause, oder? Es hat schon was sehr Gemütliches hier. Unsere Dromedare, denen was gut geht. Die haben wahrscheinlich alles weggefressen. Was geht? Geht. So, Mangos ernten wir gleich einmal. Trinken sollte ich dann. Da kann ich noch ein Tiergacki rein. Dass der schneller wächst, der Mangobaum. Weil Mangos sind wirklich, die brauchen wir wie ein bisschen Brot. Kann man das so sagen? Nein. Abgekühlt und am Verhungern. Und am Verdursten. So, dann gönnen wir uns gleich die Mangos. Kein einziger Mangosamen. Kein einziger. Nein, kein einziger. So, gut. Aber trotzdem. Shit. Also, das kann ich anders machen. Was habe ich da drin? Noch nicht viel. Auch noch nicht viel. Was haben wir da drinnen? Samen. Pilze. Gut. Die Sandschraube kommt mal daher. Das lassen wir noch da. Die Fackel kann ich drinnen lassen. Die zwei Speere. Das Wasser kann ich mal auf die Seiten legen. So, die Ananas, nachdem ich ja geladen habe nach meiner letzten Session, ist mir ja wirklich. Boah,
Alles andere ist gut gegangen. Da habe ich dann noch viel Husterei gehabt. Es sollte jetzt wieder ein bisschen besser gehen. Ich habe mir 2 Tage Auszeit gegönnt, wo ich keine Aufnahme gemacht habe. Einfach damit ich wieder in Ruhe aufnehmen kann. Es ist sonst schrecklich. Y. Weg. Ich muss die Kisten. Oh, die geht das auch nicht mehr drinnen. Da schau, da guck mal einer, schau. Weg. 2 Kisten weg. Wo kann ich denn jetzt noch Kisten hinbauen? Bläh. Kisten bauen, Kisten bauen. Kann ich 2 Kisten bauen? Wahrscheinlich nicht. Eine ganz sicher mal. Ja. Ich krieg die Hälfte vom Material zurück. Blöcke und die komischen Dings. Leder und Stöcke. Jetzt muss ich langsam alles übersiedeln. So, tak, 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 tak. Eine Kiste, das freut mich. Kann ich die daher, da so, da so, da, 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 das passt. Jetzt sehe ich noch immer aus, dass ich wunderbar zu den Kisten komme. Da würde ich gerne die Rüstung rein. Und, klingt zwar blöd, das hinein. Und dann könnte ich jetzt, nein, so, den Anzug. Der hat so schlechte Rüstungswerte. Aber es genügt einmal. So, und dieser Anzug gehört geladen. Und das müssen wir unbedingt Bauernhof-Grundstückchen machen. So. Dieser Anzug ist der Wahnsinn. Ich zeig euch was. Auf, lauf, 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 lauf! Ah. Hä? Was war denn das? Ich liebe diesen Anzug. Also wir haben jetzt 100% Sonnenschutz und Kälteschutz. War jetzt die Rüstung nicht so ganz hoch, muss ich schon ehrlich sagen, aber ey. So. Jetzt brauche ich noch unbedingt herstellen. 2 von denen stellen wir sich jetzt noch her. Aber ich gebe ich noch Bananen rein. Wir brauchen unbedingt noch Bauernhofgrundstücke. Aufbewahrungskiste. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da kommt noch eine her. Kann ich noch eine hinsetzen? Das ist eine blöde Sache. So eine kleine hier. Pass auf, dann machen wir das anders. Wir nehmen hier die Rüstungssachen weg. Gell? Machen das da gemütlich einer. Gut. Schön. Fleisch. Boah, ich hab eindeutig wieder viel zu viel Fleisch. Wo hab ich denn das Leder hin? Ah, da. Boah, da habe ich schon. Das finde ich aber nicht schlecht, dass wir zu viel Leder haben. Herstellen, herstellen. Es gibt das, was ich auf jeden Fall herstellen will. Herstellen Lehmtopf 2, das heißt 15 kann ich herstellen, oder was? Na, stellen wir mal 15 her. Lehmschüsseln, ganz wichtig.
Jetzt tun wir noch draußen das alles anbauen, was wir da noch haben. Jetzt wird die kleine Base hier abgebaut. So, das sind meine Dinger. Oh, das ganze Wasser. Sehr schön. Und das wird jetzt zerlegt. Und das wird zerlegt. Sehr schön. Dann bringen wir das einmal weg. Okay, machen wir das ganze Wasser. Da wollte das ganze Wasser rein. Okay. Das kann ich aber alles da rein. Passt da. Wasser, 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 Wasser. Die Lehmtöpfe. Die gehören dann alle da rein. So, hier kommt das hinein. Passt. Die Lehmtöpfe. Jetzt brauchen wir noch was Besonderes. Das holen wir sich aber, da fangen wir einmal da an. Jetzt zerlegen wir einmal unsere Putze. Mal schauen, was wir da alles kriegen. Holzbretter kriegen wir schon mal, das finde ich nicht schlecht. Zack. Zack. Es ist vorbei. So viel Mühe haben wir uns gegeben. Und jetzt alles weg. Alles weg. Schön. Können wir noch ein paar Baumstämme? Denn wir brauchen noch etwas ganz Wichtiges. Wir brauchen Bauernhofgrundstücke. Pass einmal auf. Flitze, my friend. Du kriegst gleich mal wieder die Fackel. Jo. So, Holzstücke sind fertig. Ich glaube, ich habe aber für die Bauernhofgrundstücke keine Seile. Kann das sein? Ja. Na, dann gehen wir rauf. Denn da brauchen wir noch ein Feld. Nanu, das ist alles ganz schön geschrumpft. Ja, da habe ich auch noch. So, wie viel können wir denn jetzt dann einmal herstellen? Ich war halt wieder bei 4. 4 ohne Probleme. Na, das ist fein. Jetzt muss ich aber auch wieder einen Stapel an Baumstämmen holen. Das ist einmal der erste Streich. Nahrung, Basis für Eintopf. Rohes Fleisch und Datteln. Basis für Suppen aus Wüstenfrucht und Stiel. Pilzmischung, Kokoswasser. Fruchtsalat, wir haben fast keine Mangos. Wir nehmen einmal Basis für Eintopf. Rohes Fleisch habe ich genug. Datteln könnte ich, hätte ich noch sammeln können. Habe ich auch gesammelt. Da. Wie schaut's denn aus? Kann man lassen. Die haben jetzt dann wirklich einen speziellen Grund, warum ich die brauche. Die brauchen wir wirklich ganz dringend, um grüne Blüten herzustellen. Die da. Die brauchen wir wirklich, wirklich diesmal.
So, Datteln, 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 Datteln. Pass auf, das machen wir anders. Hier haben wir mal eine Dattelpalme, auf die ich hoffentlich drauf komme. Die hat Datteln für mich. Jawohl. Der andere auch. Schön. Unsere eigenen kleinen Dattelpalmen. Gefällt mir. Und weil ich so gemein bin, nehme ich denen auch noch die Datteln weg. Wir haben lauter Bananen. Wir brauchen jetzt keine Datteln. Aber dann haben wir dann rohes Fleisch. Tschak, tschak. Herstellen. Was ist für ein Topf? Wie viel können wir denn herstellen? Ohne Probleme. 15 Stück herstellen. No problemo, hombre. Genug da. Diese Eintöpfe haben nämlich einen entscheidenden Vorteil. Die geben nicht nur Hunger zurück, sondern haben wir schon einen fertig. Hier. Muss ich den jetzt dann erst kochen, oder? Ich glaube schon. So, bevor wir da jetzt dann ein bisschen ich glaube, die muss ich erst kochen. Kann das sein? Oh. Blab. Geht das? Ja. Hopperla. Krokodil-Eier habe ich jetzt keine mehr. Ich kann noch Krokodilfleisch auch noch. Oh, ich habe so viel zum Essen. Und die sind auch so stark. Gut, die müssen erst noch gekocht werden. Das steht gerade her, das steht gerade her. Da haben wir noch rohes Fleisch für Eintöpfe. Aber ich glaube, ich habe keine Eintöpfe mehr. Mich hat auch noch mal fertig haben. Jupp. Boah, da bin ich jetzt aber gespannt. Einer! Einer! Satt! Einer! Satt! Ostimos! Und sie stellen Gesundheit wieder her. Na gut. Ein paar kleine Vorbereitungen haben wir schon getroffen. Für den nächsten Ausflug. Aber ein bisschen Vorbereitungen müssen wir noch machen. Das machen wir doch erst morgen. Ich würde mal sagen, wir legen uns genüsslich hin. Ja, das tut gut. Und was das Geile ist, man bekommt die Töpfe wieder zurück. Die Lehmtöpfe, oder die Lehmschalen eigentlich, das ist ja kein Topf. Lecker ein Topf. Auf den hätte ich aber wirklich, wirklich Guster. Na gut, meine lieben Freunde, wir werden uns jetzt wieder ein bisschen vorbereiten, große Vorbereitungen treffen, alles so schön nach der Reihe bauen. Und dann geht es weiter. Heute bleiben wir noch ein bisschen zu Hause. Für euch also morgen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und ich danke vielmals fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss mit dir. Ciao mit da. Servus mit Vogelfau.